Kawasaki ZX-10R, mein erster Eindruck. Willst du meine Erfahrung oder meinen ersten Eindruck über die Vor- und Nachteile der ZX-10R in etwas getuntem Zustand erfahren? Dann bleib dran, ist echt spannend. Kawasaki Deutschland hat mir diese ZX-10R, welche nicht mehr so ganz serienmäßig ist, zur Verfügung gestellt, um sie mal auf Herz und Nieren zu testen und um die Vorteile oder auch Nachteile gegenüber den anderen Superbikes bzw. Supersportlern eventuell mal auf den Punkt zu bringen. Ich, wie ihr vielleicht schon wisst oder der ein oder andere könnte es wissen, bin schon mal diese ZX-10R als Baujahr 2016 privat gefahren. Es war mein zweites Motorrad, allerdings im ziemlichen Serienzustand. Und was ich eins vorweg schon mal wirklich, wirklich sagen kann, die Seriencover, die Serien ZX-10 hat mit der so überhaupt nichts zu tun. Bei den meisten Herstellern ist es so, dass zwischen den getunten und den Serienmotorrädern ein Unterschied ist. Ich rede hier von Kit-Teilen, sprich Kit, Steuergerät, Motorsteuergerät, Kit, Kabelbaum und so weiter. Bei der Cover ist es aber, man könnte fast sagen, ein anderes Motorrad. Wenn man sich die Tests und die Berichte und die Videos und so die ganzen Berichterstattungen im Internet durchliest, anschaust von dieser ZX-10 ab Baujahr 2016, stellt man relativ schnell fest, dass sie immer sehr schlecht beurteilt worden ist, was die Motorleistung anbelangt oder die Motorcharakteristik oder die Drehzahlentfaltung und so weiter. Und ja, die Kawa ist im Serienzustand schwächer als eine Yamaha oder als eine BMW. Definitiv, das fällt glaube ich fast jedem auf und ist auch kein Geheimnis. Das ist ein Nachteil. Das hat aber nichts mit der Motorleistung per se zu tun. Also nicht, dass der Motor nicht mehr Kraft hätte, sondern es ist, nachdem ich jetzt die Kit-Version, also sprich mit Kit, Kabelbaum, Kit, Steuergerät gefahren bin und natürlich offene Auspuffanlage, weiß ich, dass das nichts mit der Motorleistung zu tun hat, sondern lediglich mit der Elektronik. Ich fahre ja jetzt im Moment auch noch oft die ZX-10 als Serienmotorrad und da ist es einfach so, dass die Elektronik, diese Straßenelektronik, ist sehr stark auf Sicherheit getrimmt. Die sagt, boah, du hast jetzt hier 45 Grad Schräglage, zweiter Gang, 8000 Umdrehungen, du willst Vollgas geben? Nee, keine Chance. Und dann gibt dir die keine Leistung und dann fühlt sich das an, wie wenn du einfach zu wenig Leistung und vor allem unten raus keine Leistung hättest. Das ist aber mehr der Grund, dass das Motorrad in Schräglage keine Leistung zulässt. Also es ist fast idiotensicher, da kannst du Vollgas geben und passiert nichts. Und das ist natürlich mit der Kit-Version anders, da lässt die natürlich dementsprechend Leistung zu, was auch sofort zu meinem ersten subjektiven Eindruck kommt, als ich in Valencia die ersten zwei, drei Runden gefahren bin, dass die Motorleistung in der Kit-Version mit offener Auspuffanlage brachial ist. Also das ist ein Biest, das ist wirklich ein Biest, kein Vergleich zu der Yamaha. Kein Vergleich zu der BMW, das geht oben raus, das ist abartig. Das ist wirklich, also das ist, man hört es schon, das Ding, das knallt die Gänge durch, das ist abartig, was das Motorleistung hat. War ich total überrascht, weil ich habe die Kawa ja so als ja, zahmes Motor, so ja, passt schon so, in Erinnerung gehabt. Und wenn du dich dann da drauf sitzt und denkst, so, leck mich doch am Arsch, da hast du das Gefühl, du fällst hinten vom Motorrad runter. Das ist das eine, zu der Motorleistung komme ich aber noch detaillierter drauf. So, warum man das Gefühl hat, dass das eine nach hinten runterzieht, ist zum einen die Motorleistung, zum anderen aber auch, man sitzt sehr weit hinten im Motorrad. Man sieht es allein, wenn sie hier steht, sieht man schon, dass die Front relativ lang ist und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass man so lange Arme braucht. Was sehr viel Bedarf hat an Ergonomieeinstellungen, dass man die wirklich auf sich anpassen muss und ich habe da auch wirklich jetzt ziemlich lang rumgeschraubt, gemessen, Maßband, Winkel und so weiter, um wirklich eine explizit für mich angepasste Geometrie zu haben. Und obwohl ich 1,80 Meter groß bin, musste ich die Fußrasten so weit nach vorne nehmen und die Lenkerstummel so weit wie möglich aufmachen, damit ich weiter ins Motorrad rein kann und weiter nach vorne kann, um dieses nach hinten sitzen so ein bisschen zu adaptieren.
Das hat aber auch ein, dieses nach hinten sitzen hat aber einen riesen Vorteil gegenüber dem Nachteil, dass man sehr viel probieren muss, bis dass es passt für einen. Und zwar kommt es eigentlich zu dem größten Vorteil, das das Motorrad überhaupt hat, meiner Meinung nach. Und der liegt auf der Bremse. Also ich glaube, ich habe noch nie bevor, und ihr kennt mich, ich kann Motorrad fahren, auch relativ zügig, aber ich habe noch nie so hart und so spät gebremst wie mit dem Motorrad. Das funktioniert aus dem Grund, weil man relativ weit hinten sitzt und weil der Rahmen sehr steif ist. Das erlaubt einem wirklich sehr spät und sehr hart zu bremsen und weit in den Radius, weit in den Scheitel hineinbremsen zu können. Man muss fast sagen, man muss es sogar, damit man den Riding-Style, deinen, meinen persönlichen Fahrstil auf das Motorrad etwas adaptiert. Weil wenn das Motorrad was nicht so mag, dann ist es gegenüber zum Beispiel der R1, die ich jetzt lange gefahren bin, Kurvenspeed. Die R1 hat den Vorteil, dass sie sehr hohen Kurvenspeed hat. Das sieht man in der Superbike WM gegenüber den anderen Herstellern, sieht man sogar in der MotoGP immer noch. Also die Yamaha hat einen sehr hohen Kurvenspeed. Das ist ihr Vorteil, was die Carver nicht hat. Die Carver hat keine Lust auf hohen Kurvenspeed. Dafür hat sie sehr hohen Kurveneingangsspeed, weil das Gewichtsverteilung so ist, weil das Chassis sehr steif ist, weil du auf der Bremse sehr viel Zeit gewinnen kannst und du deinen Fahrstil teilweise über den Scheitelpunkt hinaus auf der Bremse haben musst. Das heißt, du musst das Motorrad tatsächlich auf der Bremse umdrehen, dass das Motorrad lenkwillig ist, dass die Geometrie sich so anpasst, so verändert auf der Bremse, dass es sich immer noch umdreht. Und ich habe das gesehen, dass zum Beispiel die Fotografen von mir nicht in der Lage waren, ein vernünftiges Foto zu machen, weil ich so schnell rein und so schnell wieder raus bin, der Punkt des maximalen Umlegens, dieser kurze Moment, dieses Bam, dieses maximal Schräglage, das ist so kurz bei dem Motorrad oder muss so kurz sein, damit du das Potenzial des Motorrads überhaupt herausholst. Und da musste ich mich selbst tatsächlich auch wieder ein bisschen adaptieren und verändern, meinen Fahrstil verändern, was meinen Horizont erweitert. Und genau das macht es eigentlich so interessant. Also Motorrad, das vielleicht in der ersten Runde noch nicht so, wo du sagst, boah, geil, super, alles easy. Wo ich sage, ah, das motiviert mich, mich anzupassen. Wo sind die Vorteile des Motorrads? Wo kann ich in der Lage sein, mich dem Motorrad anzupassen? Weil wenn wir ehrlich sind, es ist jedes Motorrad ist irgendwie anders. Es ist jedes anders. Aber die hauptsächliche Frage, die sich mir stellt, warum ist die Carver in der Superbike WM, in der Langstrecken WM so extrem erfolgreich? Und warum ist es bei den Hobbyfahrern nicht so beliebt wie der BMW oder die Yamaha? Und das ist zum einen vielleicht, dass sie im Serienzustand nicht diese Elektronik hat wie eine andere, aber das ist aber auch die Philosophie, die wollen halt vielleicht, dass ein Motorrad, das auf die Rennstrecke geht, sowieso mit Kit-Teilen ausgestattet wird. Und dann kommt dazu, dass es vielleicht für den einen komplex erscheinen mag, für den anderen aber ein Vorteil ist, dass man bei dem Motorrad in der Lage ist, weil Kawasaki so viele Möglichkeiten in der Kit-Elektronik freigibt. Das heißt, du kannst selber mit Software und dementsprechend Kabel die komplette Elektronik fast verändern und du kannst ganz weit in die Motorelektronik rein, was bei den anderen Herstellern nicht möglich ist. Das heißt, man sollte sich, wenn man die Kawa auf hohem Niveau bewegen will, fast oder man muss sich fast damit beschäftigen, um das Ganze zu verstehen. Und dann zeigt es auch eventuell, warum sie in den größeren Teams, in den Langstrecken-WM und so weiter so erfolgreich sind und in Hobbybereichen vielleicht nicht so interessant ist, weil man dabei so viel machen muss. Dabei darf man aber nicht vergessen, das Potenzial des Motorrads zu erkennen und ich bin der Meinung, dass das Motorrad ein Riesenpotenzial auf der Bremse hat. Das ist unschlagbar, wie du da in den Scheitel hineinbremsen kannst. So stabil, so transparent an der Vorderachse und so viel Last auf die Front übergeben kann bis zum Scheitel. Das ist schon fast gruselig, aber es funktioniert. Sondern dann hast du den Kurveneingang, der relativ schnell ist. Dann hast du den Kurvenspeed, der, möchte ich jetzt behaupten, bestimmt 5 km/h langsamer ist wie so manch anderes Motorrad. Aber dann hast du den Kurvenausgang wieder. Und im Kurvenausgang ist sie wieder stark, weil sie zum einen die viele Leistung hat
und zum anderen die Elektronik für mich als schnellen Fahrer sehr vertrauenserweckend ist, weil du genau merkst, wann sie regelt und wann nicht. Und ich höre das bei dem Motorrad. Das ist ein ganz signifikantes Geräusch. Das hörst du auch, wenn du drauf sitzt. Du hörst die richtig so pop, 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 pop. Und dann weißt du, aha, Elektronik regelt. Das heißt, die überwacht jetzt, die kontrolliert mich und ich kann jetzt probieren. Und das erinnert mich auch in dem Moment dran, das Motorrad noch eventuell ein Stück weit aufrechter zu machen oder noch besser aufzurichten, im Körper noch mehr zu arbeiten, weil man hört und man merkt sofort, dass wenn man da mehr tut, dass dieses Geräusch der Regelung, der Traktionskontrolle, obwohl ich die relativ weit runtergeschraubt habe, dann wird es weniger und der Vortrieb wird mehr. Das heißt, es gibt so ein Vertrauen, da wo ich als routinierter, schneller Hobbyfahrer in der Lage bin, sofort das Motorrad zumindest am Hinterrad übers Limit, am Limit zu fahren. Was natürlich am Vorderrad dementsprechend schwieriger ist, weil wenn es meistens vorne rutscht, ist es eventuell zu spät. Was aber dann hinten sehr einfach ist. Und natürlich in Kombination mit dieser sehr hohen Leistung bin ich dann in der Lage, diese Leistung auch irgendwie zu nutzen, ne? Und mir das, den Vorteil des Motorrads zu nutzen, was in dem Fall dann die Leistung zum einen, die Elektronik, die sehr, sehr fein regelbar ist, in Verbindung mit dem Kurveneingangsspeed. Was natürlich ein optischer Faktor ist und was auch immer bemängelt wird, ist einfach so dieses Altbacken der Kombi-Instrument etc. Ja, das ist extrem altbacken und du hast kein TFT-Display im heutigen Zeitalter. Das ist natürlich für den einen oder anderen irgendwie unschön oder man sagt, wieso haben sie das nicht gemacht? Aber sie haben halt irgendwie so das Augenmerk mehr auf das Wesentliche gelegt und ich denke, dass es einfach für die Superbike, für das Motorrad zuständig ist, weil die Kawa hat einfach das Augenmerk auf die Superbike-WM gelegt und gesagt, wir brauchen ein perfektes Rennmotorrad, mit dem der Johnny hier uns die WM-Titel holen kann. Und da interessiert uns einmal nicht, was da für ein Display drin ist, weil wir bauen das sowieso wieder raus. Und vielleicht auch für mich als Racer ist auch nicht so interessant, ist, weil ich schaue da ehrlich gesagt gar nicht hin auf das Display, weil ich brauche den Drehzahlmesser nicht, weil ich höre das kurz bevor, dass es am Drehzahllimit ist. Das merkst du auch, das merke ich bei jedem Motorrad, wenn du merkst oben raus, hast du so einen Punkt, wo es dann wieder vielleicht ein bisschen schwächer wird oder du hörst einfach immer wieder zack, 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 wo du kurz vor dem Drehzahlbegrenzer bist. Also ich habe das im Gefühl, ich muss da ja nicht hinschauen. Wenn ich da hinschauen müsste, dann wäre ich ja sowieso irgendwo mit was anderem beschäftigt. Das will ich ja nicht. Ich will mich aufs Fahren konzentrieren und nicht auf das Display. Das heißt, mir persönlich ist es tatsächlich nicht wichtig. Aber ich verstehe, dass der eine oder andere sagt, naja, das ist altbacken und schaut scheiße aus und so. Ja, das verstehe ich. Wie gesagt, für mich persönlich ist es nicht wichtig. Für mich sind die fahrerischen Elemente eigentlich mehr interessant. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz rüber, schauen wir uns das mal an, wie ich da drauf sitze und was ich da geändert habe, dass das für mich auch ein bisschen besser passt oder das Beste draus rausholen kann. Also jetzt, glaube ich, sieht man es sehr deutlich, wenn ich so auf dem Motorrad sitze, man sitzt extrem weit hinten. Was natürlich für einen großen Menschen an und für sich, so wie es ich jetzt, also ich bin jetzt nicht klein, aber auch nicht übergroß, aber mit 1,80 Meter bist du ein großer Motorradfahrer, ist einfach so. Vor allem von einem japanischen Motorrad. Man merkt aber sehr deutlich, dass ich trotzdem sehr viel Platz habe. Und jetzt war es so, das ist auch wieder eine neue Erkenntnis. Ich hatte sehr viel Glück, was Adaptionen, Einstellungen von einem Motorrad anbelangt, was Fußrasten, Lenkerstummel etc. Da muss ich sagen, war ich immer sehr, oder war ich verwöhnt, dass ich ein Motorrad bekommen habe, was zufälligerweise genau für mich gepasst hat. Und so war ich auch der Meinung, dass es eigentlich immer am Fahrer liegt, wenn man sich nicht vernünftig hinsetzen kann, wenn man mit der Körperhaltung eventuell Probleme hat und so weiter. Das muss so quasi am Fahrer liegen. Jetzt bin ich eines Besseren belehrt worden und zwar habe ich hier schon ein bisschen Probleme gehabt, die ersten Turns, dass ich relativ verkrampft war in den Händen. Ich dachte mir so, Halleluja, warum bin ich verkrampft? Das kenne ich ja gar nicht von mir. Was ist mit mir los? Und war da sehr, habe da sehr dumm geschaut am Anfang und habe nicht erkannt, an was es eigentlich lag. Und zwar
Es kommt so ein bisschen, also ein bisschen abhängig von dem Fahrstil, den man hat. Und hier ist es so bei der Cover, dass der Tank sehr hoch ist gegenüber der Fahrzeughöhe. Und ich bin ja zum Beispiel jemand, der sehr viel übers Zentrum vom Motorrad fährt und der sehr viel über den Knieschluss, über den äußeren Oberschenkel in den Tank hineinfährt. Und da ist es sehr wichtig, dass meine Fußrasten für mich nicht zu weit hinten sind, weil ich relativ nah an den Tank rangehe mit dem äußeren Oberschenkel. Allerdings jetzt nicht falsch verstehen, nicht, dass ich jetzt so auf der Geraden fahre, sondern da bin ich schon meine Faustbreite weg. Aber wenn ich dann in der Kurve bin, habe ich halt meinen inneren Teil des äußeren Oberschenkels quasi am Tank dran und somit fahre ich quasi wieder ziemlich weit ins Motorrad hinein. Und da ist es wichtig, dass die Fußrasten nicht zu weit hinten sind, weil wenn die zu weit hinten sind, dann kannst du dich quasi nicht richtig in den Tank einhängen. Und da habe ich quasi angefangen zu messen, Fußrastenentfernung zum Lenkerstummel, Fußrastenentfernung zur Sitzbank, Fußrastenentfernung zum Knieschluss diagonal rauf, habe das mit anderen Motorrädern gemessen, verglichen und habe festgestellt, aha, da fehlt es um Zentimeter. Und dann habe ich, wie gesagt, die Fußrasten noch wirklich um 3 cm nach vorne getan und auch ein bisschen weiter hoch. Und jetzt stelle ich fest, jetzt funktioniert der Knieschluss wieder. Und jetzt komme ich auch weiter neben das Motorrad und auch weiter vor ins Motorrad. Und jetzt kann ich mich quasi wieder einklammern und bin oben locker. Aber tatsächlich habe ich da am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, weil das Motorrad von der Ergonomie her anders ist. Die Schwierigkeit daran ist eigentlich mehr oder weniger zu erkennen, warum und wieso. Und das ist gar nicht so einfach. So wie wir jetzt hier sehen können, ist da auch an der Gabel was gemacht. Das hat Kara machen lassen. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Auf jeden Fall ist eine Katech-Gabel drin. Also das ist das originale Gehäuse der Kara-Gabel. Ist aber überarbeitet. Habe ich einiges rumgestellt, bis es für mich gepasst hat. Für mich war sie tendenziell vorher zu hart. Und ich glaube, sie ist immer noch vorne ein bisschen zu hart. Ich glaube, da ist eine 10,5er oder 11er Feder drin. So wie es sich anfühlt, ich möchte lieber zum Beispiel eine 10er Feder, mit dafür dann ein bisschen mehr Dämpfung. Man merkt hier, dass die Zugstufendämpfung relativ soft ist oder fast zu wenig für die harte Feder. Die Zugstufendämpfung war nämlich schon nur auf 5 Klicks offen und ich habe es jetzt aber auf 3 Klicks offen nehmen müssen, damit ich zum Beispiel ein bisschen mehr Zugstufe habe. Also man merkt, dass die Zugstufe hier ein bisschen zu schwach ist für die Feder, was natürlich den Fahrstil des Motorrads zusätzlich ein bisschen in die Schwierigkeit bringt, da die Gabel vorne ausfedert, wenn man die Bremse loslässt. Dann federt die zu schnell aus und das will ich nicht, ich will, dass die drin bleibt. Aber das hat man hier deutlich gemerkt. Ich habe da, wie gesagt, ich habe da ein bisschen adaptieren können. Ich habe Federvorspannung rausgenommen, die Dämpfung rausgenommen in der Druckstufe und in der Zugstufe habe ich ein bisschen mehr gebraucht. Muss jetzt nicht schlecht sein, es ist immer abhängig davon, wie jemand fährt, aber Potenzial ist halt auf jeden Fall da. Ich werde jetzt aber fahrwerkstechnisch nochmal jemanden hinzuholen, der das bestätigt, was ich da gemacht habe und eventuell können wir da auch die Gabel überarbeiten oder mit einer anderen Feder. Ich möchte da gerne eine weichere Feder rein haben. Kann auch sein, dass ich dann vielleicht auch wieder den Vorteil auf der Bremse. Naja, das muss ich probieren. Wie gesagt, das ist immer so, fahrwerkstechnisch ist ein Thema. Wie ihr seht, da sind auch die dicken Bremsscheiben drin mit den Brembo Z04 Belägen. Also die Bremse ist halt wirklich, wirklich abartig. Was mir hier sehr gut gefällt, ist der Fernversteller für das hintere Federbein, für die Federvorspannung. Das ist, muss ich sagen, finde ich sehr angenehm, dass man da einfach auf die Schnelle mal verdrehen kann. Habe ich bisher noch nie gehabt, hat mir sehr, sehr viel gebracht, weil ich da wirklich einfach mal gesagt habe, okay, mach mal 2 Umdrehungen hoch, mach mal 3 hoch, das war zu viel, mach mal 1 nur hoch oder mach mal runter. Wirklich auf die Schnelle zwischen den Turns einfach mal probieren oder auch während des Turns fast einmal in die Box rein, drehst einfach mal in eine Richtung, muss man sich halt auch ein bisschen trauen, da einfach sagen, okay, mache ich mal irgendwas und dann mal sehen, wie es sich anfühlt. Weil ich bin jetzt da auch nicht der absolute Vollprofi, der sofort weiß, ja, passiert das und das. Ich muss da auch ein bisschen probieren. Und in dem Fall, wenn man halt da schön hinkommt, ist es eigentlich relativ einfach zu probieren und geht auch dementsprechend schnell. Die Fußrastenanlage hier von LSL ist auch nicht schlecht. Kann man relativ schön und einfach
und auch vor allem schnell in der Länge verstellen. Ich habe es jetzt fast ganz vorne, wie man sieht, weil der, für mich ist eigentlich so der Abstand von hier der Tank zur Fußraste oder diese Differenz hier von der Länge ist für mich relevant, weil ich quasi mit dem äußeren Fuß in den Tank hineinfahre und wenn ich dann zu weit hinten bin, dann kann ich mich schlecht abstützen. Das heißt, für mich ist wirklich der Part interessant, wie weit bin ich hier vom Tank weg und eigentlich könnte ich sie fast noch einen Ticken weiter vornehmen. Interessant ist natürlich und das, was ich auch dir mitgeben möchte und was ich jetzt kommunizieren und vermitteln möchte, ist einfach so die Story von dem ersten Eindruck bis hin zum perfekten Rennmotorrad. Und zwar hat sie mir jetzt einfach auch der Ehrgeiz geweckt, auch mich selber wieder zu verbessern. Ich glaube, ich habe die letzten Tage und Wochen, damit verbracht, Johnny Ray beim Fahren zuzusehen, wie er mit der Kader fährt, weil man sieht auch, er fährt komplett anders wie alle anderen. Und so ein bisschen kann ich das jetzt verstehen. So ein klitzekleines bisschen. Und das bin ich jetzt am Reflektieren und versuche, mich und das Motorrad aufeinander abzustimmen, zu verbessern und so eine richtige Message, die natürlich sich gesalzen hat im Thema Rundenzeit. Das ist irgendwo das Ziel. Also nehme ich euch jetzt mit von dem ersten Eindruck bis hin über das Fahrwerk abstimmen, bis hin Dinge, die ich verändere, verbessere, bis hin zum nächsten Event und zum nächsten Event. Und wenn du vielleicht reinschaust, ich habe ja schon ein Onboard-Video in Valencia damit gemacht, schau das mal an. Vielleicht erkennst du den einen oder anderen Unterschied von meinem Fahrstil von der Cover zur R1. Wer sich auskennt und wer immer ein bisschen aufpasst, wer mich schon länger verfolgt, der wird einen Unterschied feststellen. Also, ich hoffe, das war interessant. Schreib es doch mal in die Kommentare, ob du das Motorrad schon mal gefahren bist, ob du Erfahrung darüber hast, was du davon hältst, ob du sagst, nee, habe ich keinen Bock drauf, was auch immer. Schreib es einfach in die Kommentare, würde mich einfach interessieren, ob denn vielleicht auch meine Empfindungen sich deckeln mit dem, was du schon erlebt hast oder vielleicht das komplette Gegenteil sind. Vielleicht habe ich auch eine Schraube locker oder so, kann auch sein. Ich hoffe es zwar nicht, ein bisschen vielleicht habe ich sie doch, aber spielt keine Rolle. Also, wenn du mich noch nicht kennst, ich bin der Matthias, bei mir geht es nur um Bikes und Rennstrecken. Darfst mich natürlich gerne abonnieren, Daumen hoch, würde mich auch freuen. Wenn du sagst, was für ein scheiß Video, dann gib halt einen Daumen nach unten, ist mir auch egal. Bis zum nächsten Mal, ciao.